Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von der Samontified Performance. Das ist unsere Schülerin Malini Moog. Die zeigt euch jetzt 5 sinnvolle Tipps, um die Tritttechniken zu verbessern. Dazu wird Olivia gleich ein bisschen assistieren. Viel Spaß damit. Ja. Also mein Name ist Malini Moog, ich bin 12 Jahre alt und trainiere hier seit meinem 5. Lebensjahr. Und ich zeige euch heute, wie bereits gesagt, 5 Tipps, wie ihr besser kicken könnt oder generell euer Bein besser oben halten könnt. Der erste Tipp wäre, in die Grätsche zu gehen, ganz viel dehnen, auch in den Spagat. Immer ganz viel dehnen, auch beide Seiten. Der zweite Tipp ist, jetzt brauche ich einmal die Olivia. Der zweite Tipp ist nämlich, dass ihr an die Wand geht mit einem Partner. Ganz wichtig ist, dass das Standbein immer eingedreht ist, sodass die Hacke, die Ferse in Richtung Ziel zeigt. Dann kommt einmal die Olivia, dann halten wir das Bein hoch und die Olivia macht das Bein so hoch, wie bis ich Stopp sage. Stopp. Jetzt kann die Olivia auch mal das Bein loslassen für 3 Sekunden oder so. 1, 2, 3 und wieder nehmen. Das könnt ihr dann machen zu Hause. Dankeschön. Der zweite Tipp ist, zum Beispiel in einen Ausfallschritt zu gehen, ganz tief und ganz lange zu bleiben. Die Hände kommen weg, sodass einfach der Oberschenkel ein bisschen mehr Kraft bekommt, damit ihr das Bein oben halten könnt. Der vierte Tipp ist, dass ihr wieder an die Wand geht. Das Standbein ist wieder eingedreht. Dann haltet ihr das Bein vielleicht für 10 Sekunden. Dann könnt ihr das auch steigern, immer ein Stückchen höher. Und irgendwann könnt ihr es ganz, ganz oben halten. Der vierte Tipp ist, dass ihr auch wenn ihr jetzt ohne Wand das macht, immer wirklich das Standbein eindreht, sodass die Ferse in Richtung Ziel zeigt. Ich mache das jetzt mal so schräg, damit ihr das besser sehen könnt. Und wenn ihr dann nach vorne kicken wollt, könnt ihr in der Form machen oder auch generell im Kampf, dann müsst ihr es immer eingedreht haben, das Standbein, und dann könnt ihr besser nach vorne kicken. Dafür müsst ihr aber sehr gut aufgewärmt sein. Ich benutze gerne Sachen aus dem Point Fighting. Auch wenn ihr dann Form läuft, könnt ihr die Sachen aus dem Point Fighting sehr gut dafür benutzen zum Aufwärmen. Nämlich einfach rechts vor, ein bisschen springen, könnt ihr einen Switch einbauen. Das immer machen. Und ihr braucht auch gar nicht viel Platz, also ihr müsst gar nicht in eurem Zimmer zum Beispiel auch rumlaufen, sondern ihr könnt einfach auf der Stelle rumspringen. Ja, ein bisschen die Hüfte dazu bewegen. Dann auch Liegestütze sind sehr hilfreich. Zum Beispiel 2 Liegestütze reichen schon vollkommen. 1, 2, wieder hoch. Dann könnt ihr auf den Rücken gehen. Hier davon machen und wieder hoch. Das hilft schon sehr, sehr gut. Und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr dann auch noch Hampelmänner einbauen. Die sind auch sehr, sehr gut. Das könnt ihr vielleicht auch noch so 1 Minute lang machen, weil das ist auch noch mal ein bisschen Kondition. Und ihr könnt danach, wenn ihr fertig seid, könnt ihr ein bisschen Gymnastik einbauen, nämlich die Arme hoch und runter. Das ist dann wieder ein bisschen ruhiger, dann kommt der Körper wieder zur Ruhe. Hoch, rechtes Bein über das linke Bein, wieder runter, linkes über das rechte Bein und wieder runter. Jetzt natürlich nicht so schnell, wie ich das mache, denn ich bin schon aufgewärmt. Ihr könnt das so 30 Sekunden halten und dann seid ihr sehr gut aufgewärmt und könnt dann die Übung und die ganzen Tutorials vom Samontha TV nachmachen. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und auch weitergeholfen. Abonniert uns gerne auf YouTube und auch auf Instagram. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschüss!